Matthias Schwab, 23 Jahre jung. Ein Universaltalent mit seinem klaren Fokus auf dem Golfsport. Im Juni 2017 hat Matthias den Wechsel ins Golf-Profilager vollzogen. Seit November hat er als zweiter Österreicher sein Ticket für die European Tour geschafft. Wir durften ein wenig mit dem Ausnahmetalent Matthias Schwab plaudern. Matthias Schwab, so schnell wie noch kein Österreicher vor ihm, hinterlässt Matthias Schwab seinen Fußabdruck im internationalen Profi-Golfgeschäft, so eine bekannte Sportzeitschrift. Praktisch von 0 auf 100, darf man bei dir sagen. Du bist seit 1. Juni des Jahres Profi. Wie haben sich deine ersten Monate gestaltet? Ja, also die ersten Monate waren schon ziemlich stressig. Es war natürlich sehr viel Golfen, sehr viel Reisen. Ich war viel unterwegs. Ich habe einen guten Einstieg gehabt als Profi in Österreich beim European Tour Turnier. Habe dann auf die Challenge Tour gewechselt. Das ist die zweithöchste Tour in Europa und habe dann dort 16 Turniere gespielt in 20 Wochen. Also war fast ständig am Golfplatz. Du bist eben jetzt seit November in der European PGA Tour als Zweiter neben dem Bernd Wiesberger. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich ganz gut an. Also das Ziel ist natürlich für mich immer gewesen, European Tour Spieler zu werden. Dass es jetzt so schnell nach dem Umstieg ins Profilager funktioniert hat, ist ein bisschen unerwartet sicher gekommen, aber ich nehme es gern und freue mich auf die nächste Saison. Und warum hast du die European Tour und nicht die US Tour gewählt? Ja, das hat mehrere Gründe. Also einer war sicher, dass meine Familie da ist, die meine größten Unterstützer sind. Mein Trainer ist in Europa, ich kenne das Umfeld in Europa besser. Und es war dann auch leichter, als Jungprofi Einladungen und Starts zu kriegen, weil ich ja im Juni keine Spielberechtigung gehabt habe auf keiner Tour. Und auch aus dem Grund war es leichter. Es war dann ein bisschen ein Vorteil für mich, in Europa anzufangen. Du hast jetzt deine Familien angesprochen. Dein Vater ist ein sehr wichtiger Faktor auch. Er managt dich auch. Wie wichtig ist für dich deine Familie, dein Vater im Hintergrund? Ja, die Familie ist sicher wichtig, weil das eben die Hauptförderer, oder die Mama und der Papa sind meine Hauptförderer. Der Bruder natürlich kommt da dazu, mit dem ich aufgewachsen bin und der mich immer gechallenged hat, mit dem ich zusammen Sport gemacht habe. Also die Familie, der engste Familienkreis ist sicher sind meine Hauptförderer. Was ist jetzt als Profi anders gegenüber dem Amateur-Dasein? Was ändert sich? Ja, prinzipiell geht es einfach um mehr als Profi, weil es eben jetzt mein Beruf ist. Ich verdiene jetzt Geld damit, das habe ich jetzt bis ich 22 war, eben war es eigentlich mehr zum Spaß jetzt im Nachhinein. Ich meine, sicher ist auch viel gegangen, aber jetzt geht's halt um mehr, eben weil es mein Beruf ist. Lass mich jetzt ein bisschen klischeehaft sein. Wie stelle ich mir das Leben eines Golfspielers, eines Golfprofis vor? Du bist in Dubai, du bist in der ganzen Welt, liegt man da irgendwo am Strand, lässt sich gut gehen. Wie ist ein Tag in deinem Leben? Ja, es hängt halt ganz davon ab, in welcher Phase jetzt bin ich, ob ich Turnierphase habe oder Trainingsphase oder Regenerationsphase, wo ich keinen Golfschläger angreife. Also das ist jetzt ein bisschen... Wie gestalten Sie die Phasen? Ja, eben jetzt zum Beispiel im Winter bin ich in der Aufbauphase, also Regenerationsphase war nach der Saison für ein paar Wochen und dann eben Aufbauphase, mehr Fitnesstraining, eben auch präventive Verletzungen und dann auch Schwungtraining. Und dann die Saison bei uns ist halt relativ lang. Wir spielen eigentlich von Jänner bis November fast durch auf der European Tour, also 11 Monate und dann halt auch einen Monat vielleicht kein Golf. Und ja, wenn wir auf Turnieren sind, sind wir die ganze Woche unterwegs. Also Montag ist meistens Anreisetag, einziehen ins Hotel, akklimatisieren, vielleicht Zeitumstellung ein bisschen schauen, dass das schneller geht, vielleicht ein bisschen Fitnesstraining. Dienstag, Mittwoch ist Golftraining im Platz anschauen, anpassen an die neuen Grassorten, an den Grünspeed, wie das Gras dort ist und solche Sachen. Und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist Turnier, wo es halt dann eigentlich 4 Tage wirklich unter voll Spannung bist sozusagen und ja, am Strand liegen,
ist jetzt eher, oder am Pool liegen gibt es jetzt eher weniger. Immer sicher hin und wieder nimmt man sich die Zeit und relaxt ein bisschen, vor allem bei Turnieren, weil das auch wichtig ist. Aber wir verbringen schon mehr Zeit am Golfplatz als am Strand. Das hört sich sehr herausfordernd im Gegenteil an. Wird man da in irgendeiner Form mental gecoacht? Braucht man das? Man hat ja, du bist momentan sehr erfolgreich, dennoch hat man Rückschläge. Wie gestaltet sich das für dich? Also Mentalbetreuer in dem Sinn habe ich nicht wirklich. Ich habe ein starkes Team oder Umfeld um mich, die mich gut unterstützen. Wenn es jetzt gut läuft, holen sie mir am Boden, aber wenn es nicht so gut läuft, helfen sie mir, eben wieder zurückzukommen, und sie bauen mich auf. Und selber leiste ich auch meinen Beitrag dazu und versuche eben positiv zu sein und konsequent zu sein und hart zu arbeiten. Wie geht man da mit Rückschlägen um? Ja, in meinem Fall muss ich sagen, seitdem ich Profi bin, hat es jetzt wenig, in den letzten 6 Monaten hat es jetzt nicht wirklich herbe Rückschläge gegeben, sicher hin und wieder mal eine schlechte Runde, aber die habe ich ganz gut abhaken können. Aus meiner Zeit, wo ich noch Amateur war, hat es schon ein paar Rückschläge gegeben mit Verletzungen, wo ich fast ein Jahr mal aussetzen habe müssen. Da war es, ja, das war dann schon ein bisschen mühsam, muss ich ehrlich sagen. Was denkst du, du bist wirklich sehr jung noch und sehr erfolgreich, auch in sehr kurzer Zeitspanne erfolgreich. Was bei dir interessant war, wenn man recherchiert hat, du bist ein toller Skifahrer, du hast irrsinnig gut Tennis gespielt, du bist unglaublich vielseitig. Ist das eine deiner Stärken am Weg? Was denkst du selbst von dir? Ja, generell bin ich aufgewachsen und habe viel verschiedene Sportarten gemacht, auch mit meinem Bruder gemeinsam. Skifahren haben wir früher eben viel gemacht und Fußball und Tennis, solche Geschichten, das stimmt schon, ja. Und ich glaube schon, dass mir das sicher am Weg jetzt eben bis zum Umstieg ins Profilager geholfen hat. Und auch jetzt mache ich noch gern andere Sportarten, obwohl ich jetzt weniger Zeit habe und auch jetzt ein bisschen mehr aufpassen muss, weil halt Verletzungsrisiko sicher beim Skifahren zum Beispiel halt da ist. Was tust du, wenn du nichts tust? Ja, im Winter gehe ich schon gern Skifahren. Gern darf ich natürlich mehr powdern gehen. Es ist halt nicht immer so ein guter Schnee, abseits die Pisten, also halt auf die Pisten ein bisschen kaufen tue ich gern, und sonst Tennis spielen in der Halle tue ich sehr gern. Im Sommer gehe ich gern auf die Berg, irgendwo zu einem Bergsee. Da kann ich mich gut entspannen, eben zwischen Turnieren, wenn hin und wieder mal eine Woche daheim Zeit ist, auf den Berg gehen und solche Geschichten. Worin, glaubst du selbst, könntest du noch besser werden? Worin möchtest du noch besser werden? Ich glaube, dass ich eigentlich in jedem Bereich viel Potenzial habe. Allein im Fitnessbereich habe ich Potenzial und im Golfbereich sowieso. Also ich könnte jetzt ein bisschen ins Detail gehen, aber generell gesagt, in jedem Bereich, im langen Spiel und im kurzen Spiel kann ich mich auf jeden Fall verbessern. Also da habe ich noch nicht meinen Leistungshöhepunkt erreicht. Du bist oder Profisportler ist gesponsert, das ist ja so, dich unterstützt Red Bull. Wie wichtig ist das? Ja, ist schon extrem wichtig. Also Red Bull, glaube ich, ist eine Top-Marke oder der beste Sponsor, den man sich als Athlet und so, vor allem als junger Athlet wünschen kann. Matthias, abschließend, wo siehst du dich in 5 Jahren? 5 Jahre, ja, das ist weit weg, da kann viel passieren. Wo siehst du dich? Wo möchtest du gern sein? Heute in 5 Jahren, wie wahrscheinlich. Ja, irgendwo in die Berg Skifahren. Nee. Golftechnisch? Golftechnisch mache ich eine Pause, genau, in 5 Jahren. Soll ich dich mit der Antwort jetzt wirklich stehen lassen? Wo magst du dich gern hinentwickeln? Ja, sicher. Ich bin ein Sportler. Sicher will ich mich verbessern und eben ein paar Schritte vorwärts machen in 5 Jahren im Vergleich zu heute. Das ist eh klar. Matthias, abschließend immer mal ganz, ganz kurzer Word-Rap. 6 ganz kurze Fragen mit bitte ganz kurzen Antworten. Wie kurz? So kurz wie möglich. Ja. Was ist deine bisher größte Leistung? Das Comeback nach der Rückenverletzung. Eine Niederlage, über die du heute sprechen kannst? Verloren zu haben beim British Amateur am letzten Tag. Was tust du zu wenig? Kontakt mit Freunden. Was ist deine Stärke?
Coolness. Eine Schwäche, die man dir verzeihen sollte? Ich glaube, dass ich, was heißt auf Deutsch, impatient, also, was heißt auf Deutsch? ungeduldig, genau, ungeduldig okay. Bin ich. Matthias, was ist dein Leitsatz? Ich hab keinen Leitsatz in dem Sinn. Also wir haben, da muss ich ein bisschen ausschweifen, wir haben daheim immer ein Bild hängen gehabt, wo drauf steht, wer täglich übt, wird immer besser, das kann man zum Beispiel nehmen. Das ist großartig. Matthias, ich sage herzlichen Dank für deine sicher sehr spärliche Zeit. Wir sind da in der Region sehr, sehr stolz, dass wir einen jungen Mann wie dich hier haben dürfen, dass du so erfolgreich bist und du uns so toll nach außen vertrittst. Und wir hoffen, dass wir noch viel, viel von dir hören. Alles Gute und herzlichen Dank. Danke. Dankeschön.